Heute sind wir vor dem Jugendzentrum in Bansin. Frau Heim und Herr Madea machen dort einen geilen Job. Ich weiß das noch, als mein Sohn noch richtig jung war, so vor 10 Jahren war er auch regelmäßig hier und hat sich riesig gefreut, was man hier an Programmen hatte. Und so haben wir uns einfach gedacht, zu unserem Jubiläum, dass wir auch mal hier etwas Schönes machen für das Jugendzentrum. Jetzt sind wir gerade mit der Bürgermeisterin hier gewesen und haben einfach einen schönen Betrag von 5.000 Euro gespendet, damit sie wieder ein paar Sachen organisieren können. Jetzt wird für den Außenbereich so eine Tischtennisplatte organisiert und für andere Programme. Und wir freuen uns, dass das so gut geht, denn alleine, wenn wir wissen, die jungen Menschen, die Kinder, die einfach einen Ort haben, wo sich auch ein bisschen untereinander näher kennenlernen, austauschen können, spielen können. Und die beiden wirklich machen einen tollen Job. Also darum, Dankeschön für die tolle Arbeit und wir freuen uns, dass wir sie ein bisschen unterstützen könnten. In diesem Sinne, schönes Programm in den Kaiserbädern.